Oh, moin Leute, da melde ich mich mit dem 11. Teil, das Business mit dem Hass. Wenn ich über diesen Teil nachdenke, da kommt es mir, das wühlt so noch richtig Übles hoch. Es war jetzt so, dass wir die CD in Auftrag gegeben haben. Langsam aber sicher hatte ich mit meinem kleinen Versand im Internet auch Erfolg. Bestellung aus Österreich, der Schweiz. Ich konnte relativ preiswert die Sachen besorgen über den großen CD-Händler hier in Grevesmühlen. Die Preisspanne und der Gewinn war okay, die T-Shirts liefen, neue Motive, neue Bands am Start. Es war die Möglichkeit, Geld beiseite zu legen. Wir wohnten in dem Reihenhaus, hatten unsere Weltbesucher, die mir den letzten Nerv raubte. Privat grundsätzlich glücklich. Und den Kreis erweitert, raus aus Lübeck, ja, diesen Schritt raus aus dieser eher prügelnden, trinkenden Skinhead-Masse, jetzt so rein ins Musikgeschäft, aber auch in die Vernetzung so bundesweit, das hat mir schon gut gefallen. Das war ein anderes Klientel, als das ich vorher viel Zeit, mit denen ich vorher viel Zeit verbracht hatte. Es war jetzt so, dass ich auf jeden Fall immer wieder gehört hatte, dass eine gewisse Gruppierung, Combat 18 Pinneberg haben die sich genannt, kann man viel auch bei Google nachlesen, dass diese Gruppierung mich sozusagen auf dem Kieker hat. Und zwar auf dem Kieker hat, weil ich T-Shirts gemacht habe für Platten an der Österreich Wien, dass das Geld dort nach Wien geht. Sie waren der Meinung, das steht mir nicht zu, beziehungsweise steht den in Wien das Geld nicht zu, ihren Brüdern aus Wien, sondern dass ihnen das zustehen würde, weil ich in deren Gebiet falle. Dann gab es auch schon Gerüchte darüber, dass ich auch Combat 18 Bands jetzt produzieren würde. Und die haben sich immer wieder nach mir erkundigt bei Leuten aus ihrem alten Umfeld. Plattenanna war es verboten, ja, zu diesem Zeitpunkt ist heute auch noch verboten, soll aber wieder aktiv sein. Und haben sich dort dann nach mir aktiv, die haben mich dann angerufen per E-Mail und so weiter. Ja, oh, da will ich jetzt ein bisschen aufpassen und so weiter. Habe ich gesagt, ja, okay, was wollen die? Was wollen die Geld? Wollen die den Versandhandel übernehmen? Um was geht's denen jetzt hier, ja? Und da konnte mir keiner so konkret eine Antwort drauf geben. Die haben sich so ein bisschen bedeckt gehalten. Sie wollten sich ja ganz krass konspirativ verhalten, ja, obwohl es war eigentlich schon in den Medien, war alles drin, die Namen kursierten und so weiter. Das ist dann für eine geheime Terrororganisation ist das dann nicht so gut, wenn alle bekannt sind und die sind ja nicht in den Untergrund gegangen und so weiter. Aber sie haben das, glaube ich, auch sehr öffentlich nach außen getragen oder wollten das wegen Image und hart sein und so weiter. Und ich bin dann ja nur noch auf ausgewählte Veranstaltungen gefahren. Da habe ich so ein bisschen Wert drauf gelegt. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt als der CD-Händler dauerhaft auffallen und habe dann auch versucht, die illegalen CDs an andere weiterzugeben, dass die den Verkauf machen, lieber weniger Geld verdienen, aber auch das Risiko minimieren. Ich bin dann noch zu gewissen Veranstaltungen persönlich gefahren, mit der Melanie dann meistens zusammen und es war dann jetzt, dass mal wieder eine Einladung anstand zu einem Frühlings- oder Sommerfest, das weiß ich nicht mehr so genau, in Schleswig-Holstein auf einer Wiese von einem NPD-Funktionär, dort sollte dann auch ein Lagerfeuer gemacht werden mit Zelten und ein Schwein am Spieß und so weiter. Also so ein geselliges Nazi-Wochenende irgendwie in der Pampa. Das waren dann so Dinge, die ich dann genossen habe. Ich kannte den Veranstalter gut, der gesagt hat, na gut, dort werden um die 30, 40 Gleichgesinnte kommen, dort werden wir dann feiern und der das organisiert hat, mit denen werde ich später mein Leben noch zwei, dreimal, wird sich das noch kreuzen. Der das organisiert hat, war auch eine sehr bekannte Persönlichkeit im Plattenanna-Netzwerk gewesen, hatte Konzerte organisiert, hatte Verbindung europaweit oder weltweit und war schon eine sehr bekannte Persönlichkeit und der hat das organisiert. Der war aber auch aktiv im CD-Handel und hatte mich dann dorthin eingeladen zu dieser Veranstaltung und die Melanie und hat gesagt, naja, komm doch vorbei mit deinen CD-Koffern und dann kann ich dir ja auch ein bisschen was abkaufen im Großhandel, wenn es geht. Ich so, ja, na klar, kein Problem. Bring die doch mit und da kommen ja auch 30, 40, 50 Leute, vielleicht wirst du ja auch ein paar CDs los. Dann habe ich mich breitschlagen lassen und habe gesagt, ja, okay, dann bringe ich die CDs mit. Und dann ist
der besagte, oder das besagte Wochenende stand dann vor der Tür. Wir haben alles fertig gemacht, die Serie zusammengebaut, ab ins Auto, haben uns dort auf dem Wochenende gefreut. Wir wollten jetzt nicht im Zelt schlafen, sondern wir wollten dann im Auto schlafen und hatten uns auf ein schönes Wochenende gefreut, dass man da verbringen konnte im relativ kleinen Kreise. Und wir kamen dann auf der Veranstaltung an, es war ein großes Zelt aufgebaut, man hat sich begrüßt, man kannte sich untereinander und wer sich nicht kannte, wurde vorgestellt. Stimmung war eigentlich relativ gut, im kleinen Rahmen ging das dann auch immer und wenn das jemand organisiert hat, den alle dann sozusagen respektiert haben, dann reißen sich auch alle so ein bisschen mehr am Riemen und lassen sich nicht ganz so krass gehen. Es wurde dann Musik aufgebaut, ein Diesel-Stromgenerator und so weiter, also das wurde dann alles immer irgendwie dann bereitgestellt, so dass man dort dann auch ein oder zwei Tage verbringen konnte. Und kurz nachdem ich dann schon da war, ging es erstmal darum, CD-Koffer auf. Das war allen immer mit am wichtigsten. Also was hast du mit, hast du da irgendwas drin? Und dann wurden die erstmal durchforstet und dann hat er sich auch so 20, 30 Stück beiseite gelegt für sich und gefragt, ob wir einen Großhandelspreis machen können. Haben uns dann irgendwie drauf geeinigt, ja klar, machen wir irgendwie hier die und die Summe und haben ihm die dann verkauft, war ganz glücklich drüber. Und dann hat er mich beiseite genommen, hat gesagt so, ja, pass auf Philipp, ich habe Gerüchte gehört, dass diese Jungs von Combat 18 Pinneberg heute kommen wollen. Und ich so, ja, okay, dann ist das ja vielleicht mal ganz gut, wenn man dann jetzt hier so aufeinander trifft, dann kann man sich ja mal kennenlernen und vielleicht gibt es ja Überschneidungen vielleicht. Ich bin da so ganz unbeholfen rangegangen, weil ich gedacht habe, ja, okay, wir sind doch politisch alle auf einer Seite, wir wollen doch rein theoretisch das Gleiche und wir werden doch da einen Nenner finden oder nicht. Und er sagte, naja, die sind schon speziell, hat er mir angedeutet. Ja, also das war so, dass er gesagt hat, er würde sich da nicht einmischen, wenn da was passiert. Und da habe ich gedacht, so weißt du, ich hatte so zu ihm jetzt aufgeguckt, jetzt nicht so als der überkrasse 3x3 Meter Typ, Schläger, Durchdreher und so weiter, aber ich habe gedacht, naja, ich dachte, du bist so eine große Respektsperson, dass du das so drehen könntest, also so alleine durch deinen Stand und so. Also nee, mit denen mische ich mich nicht ein, das ist so, da haben wir so keinen Bock drauf, weil die sind nicht zu führen, die halten sich auch nicht und da gab es auch schon viel Gewalt untereinander in dem eigenen Netzwerk und so, was er mir erzählt und dann habe ich mir so gedacht, so, okay, wenn er jetzt schon im Vorhinein sozusagen so dermaßen die Hose voll hat, was wirklich so zu spüren war, zu riechen noch nicht, aber zu spüren war das so, und habe ich gedacht, na okay, aber wir hauen doch jetzt hier nicht ab. Nein, aber wie gesagt, mach erstmal gute Miene zum bösen Spiel und sonst was und wie die auftreten werden, das wirst du schon sehen. Die machen jetzt auch so mit Verbindung. Die hatten dann Verbindungen geknüpft zu einem der großen Motorradclubs, zu denen sie sich so als Support hingeführt haben. Das waren, glaube ich, so die ersten, wo es mal diese Beschneidung gegeben hat. Hardcore-rechtsextreme Verbindungen zu großen Motorradclubs, die das hier gemacht haben in Schleswig-Holstein. Und dass die schon aufgefallen sind, auch durch schwere Straftaten, Gefängnis. Ich glaube, einer war beim Totschlag dabei, dass sie mit Waffenhandel zu tun haben und so weiter. Ganz unterschiedliche Sachen. Da fühlte ich mich dann doch relativ klein gegen. Und hatte so gedacht, so ja, okay, aber ich will mich ja eigentlich nur um das Musikbusiness kümmern, meine politische Idee, meine Familie und hier ein bisschen Freunde und viel mehr geht mir das jetzt hier nicht. Die können ja gerne alles machen, von Rocker, Waffenhandel und so weiter, aber ist jetzt nicht so mein Ding jetzt gerade zu dieser aktiven Zeit. Und hat mir schon die Stimmung geschlagen, muss ich ehrlich sagen, man hat die CDs dann abgeräumt, man hat so drauf gewartet und irgendwie haben alle, und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, damit man auch mal hier wieder Real Talk macht, alle hatten eigentlich die Daumen gedrückt, dass die nicht kommen. Ja? Also das sagt ja auch was damit aus. Das ist immer nur, weil man die gleiche politische Denker hat, sind das nicht alles Freunde. Ist das nicht eine homogene Masse und das ist auch gut so. Sie können sich nach außen tausendmal so darstellen, aber so ist es nicht. Und das ist auch ein großer Vorteil und wird hoffentlich auch so bleiben. Alles Daumen drücken hat nicht geholfen, sondern es ging dann relativ zügig, dass am späten Nachmittag, wo langsam Stimmung aufkommen sollte, später Nachmittag, früher Abend, sind sie mit zwei Autos vorgefahren. Ich würde jetzt pauschal sagen, das waren 6 oder 7 Leute, die dann schon sehr martialisch aufgetreten sind, anders martialisch als wir so. Wir hatten das ja viel gemacht, so über T-Shirts und so weiter. Und ich hatte ja so meine heidnische Phase, habe mich dann nicht mehr so szenetypisch gekleidet mit bunt bedruckten T-Shirts mit Botschaften drauf, sondern etwas schlichter mit
auch mal so Hemden und so weiter. Und sie sind dann schon sehr massiv und sehr selbstüberzeugt auf dieses kleine Fest gekommen. Haben auch alle sozusagen abgescannt. Also das ist, glaube ich, das habe ich beobachtet im Extremismus und in der Kriminalität. Alle ehemaligen oder aktiven Kriminellen und Extremisten scannen immer Gegenden. Wir scannen Restaurants, wir scannen Supermärkte und so weiter. Wer ist hier Gefahr, wer ist hier keine Gefahr, wer hat hier was drauf, wer hat hier was nicht. Das ist so ins Blut übergegangen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer diese Erfahrung auch kennt, wie man dann Gegenden scannt und so weiter. Es fällt immer wieder Leuten auf, mit denen ich unterwegs bin, die damit nichts zu tun haben, die dann immer wieder sagen, wow, Philipp, chill mal deinen Blick ein bisschen, weißt du, check nicht immer alles ab, aber das ist einfach so tief drin. Und so kamen sie auch auf, haben sich auch dementsprechend so verhalten, gleich so, das war gleich so eine Ausstrahlung, wo ich gesagt habe, oh, wir werden hier nicht, das wird hier nicht, das ist nicht meine Welt, das sind nicht meine Jungs. Einfach so vom Auftreten her, das ist zwar sehr oberflächlich, die Schubladen halten, aber so die Gemeinschaft, wie die da schon aufgetreten sind, war mir schon mal too much im Vergleich zu dem, wenn wir als Gruppe auch schon aufgetreten sind. Ja, war nochmal so diese Steigerung. Sie hatten sich natürlich auch sehr viel dieses Optische zugelegt, auch sehr viel dicht tätowiert, haben viel Kampfsport betrieben und wussten natürlich dann auch um ihre Wirkung und wollten diese Wirkung natürlich auch ausnutzen. Und ich weiß noch, der Anführer dieser Gruppe, das ist auch der einzige Name, den wir brauchen, der hieß Carsten. Und der Carsten hatte schon auf mich so die Ausstrahlung, so, ja, so, das hatte schon so was Eiskaltes, ja, das ist schon so, wo man weiß, das ist einfach nicht, wir werden nicht auf der Couch zusammen chillen und mal zusammen ein Bierchen trinken und irgendwie Fußball gucken, ja, das ist so, das hat nicht hingehauen. Und es wurde auch nicht groß das Gespräch gesucht, man merkt das, wenn man über einen spricht, ja, also ich habe das schon gemerkt, dass dort über mich gesprochen sind. Sie haben sich auch so ein bisschen abseits gestellt, so dieses Lagerfeuer mit uns ein Bier trinken, das war nicht. Ich glaube, einige waren von denen zu dem Zeitpunkt auch sowas wie rechte Straight Edger, also die keinen Alkohol und Drogen konsumiert haben. Und das war dann so nicht deren Ding. Da hatten natürlich sich auch alle gefragt, ja, warum kommt ihr dann her? Ja, also was ist jetzt hier der Auftrag? Und es war dann auf jeden Fall so, der Abend ging dann auch immer weiter und es wurde dann so ein bisschen gelöst, ja. Es wurde so in die CDs reingeguckt und dann wurde ich auch so gefragt und so, ja, wie viele CDs kannst du uns denn geben und wo fließt denn das Geld hin, dieser Sache und so weiter. Und wir haben ja gehört mit den T-Shirts und ich so, ja, ich kann dir die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer von dem aus Wien geben. Könnt ihr euch mit denen mal hinsetzen, mir ist das egal, wir können da unten auch Support kommt mit 18 raufschreiben und dann Pinneberg, Hamburg oder Buxtehude und dann kann das Geld auch an euch fließen, ist überhaupt kein Problem und dann, ja, okay. Also weiß ich so, die große Euphorie, so, ja, na klar, machen wir zusammen und so weiter, das war schon etwas weniger, diese Einstellung dazu. Und dann, ja, was müssten wir denn für CDs bezahlen, weil wir auch mit CDs handeln, wenn wir auf Konzerte fahren oder zu Treffen fahren und so weiter. Und dann habe ich natürlich so, habe meine letzte Gehirnsuppe zusammenlaufen lassen und habe dann so gesagt, ja, habe schon einen guten Preis gemacht, ne? Und dann so, ja, okay. Und, aber nicht connected. Ja, sehr distanziertes Gespräch um das Thema und man hat schon so eine Art abschätzendes Getue uns gegenüber, besonders mir gegenüber und der Melanie gegenüber getan. Und ich sage, die Melanie war und ist eine taffe Frau, die hat sich so jetzt nicht so viel, die hat sich jetzt nicht so viel gefallen lassen. Und dann gab es so Seitengespräche, die ich dann so gar nicht so mitbekommen habe. Ja, der Abend zog sich dann so ein bisschen und ja, da wurde natürlich immer mehr so rausgehauen. Und wir haben uns versucht, davon fernzuhalten, aber die Melanie hatte nun auch, die hatte nur auch ein Temperament, da war schon Feuer drin. Und irgendwann kam das Gespräch dann so rauf, dass das hier nicht sein kann, ja. Also, dass ihnen der Norden gehören würde sozusagen und dass niemand in ihrem Gebiet
ohne sie zu fragen, als CD-Händler, als CD-Produzent, T-Shirt-Produzent oder sonst was auftreten sollen würde. Sie würden das alles unter ihre Fittiche bringen. Alle müssten ihre Anweisung nehmen oder müssten dann sozusagen ein Schutzgeld bezahlen. Nennen wir das Kind beim Namen. Egal, wie man einen Mitgliedsbeitrag oder eine Aufwandsentschädigung manchmal nennt. Wenn sich's anfühlt wie Schutzgeld, dann ist es oft auch Schutzgeld. Und in die Richtung ging dieses Gespräch und ich mir dabei gedacht so, ja, Hauptsache jetzt raus aus der Situation. Ja, also es war ganz klar, wir hatten vorher die Ansage bekommen, die anderen mischen sich nicht ein. Die haben auch zu viel Respekt oder Angst vor denen. Und Melanie und ich stehen da so ganz alleine und je dunkler der Abend wurde und umso mehr man so in die Ecke gedrängt wurde mit so Gesprächen, ja, das Geld und wie viel Geld macht man denn damit und so weiter, umso mehr merken wir hier, werden wir jetzt in die Ecke gedrängt und die Situation wird jetzt hier sehr, sehr unangenehm. Ja, auf so einer Wiese mitten im Nichts, ja, also da haben wir jetzt gedacht, okay, das wird jetzt hier echt scheiße laufen. Und wir hatten ein bisschen Alkohol getrunken, es war nicht zu viel Alkohol dann im Spiel. Und irgendwann, den genauen Auslöser weiß ich nicht mehr, aber irgendwann hat Melanie dann zu dem Carsten und zu seiner Gang dann gesagt, dass sie auch nur einfache Kriminelle sind. Melanie war ja schon hochpolitisch gewesen, die dann ja gesagt hat, sie sind einfach nur irgendwelche Kriminellen, mit denen sie nichts zu tun haben sollen und die man am besten auch in einen, ja, so wie man früher gesprochen hat, so leider, ja, auch mal in so ein Lager stecken, da gehören sie auch hin und so weiter. Und da sind die natürlich völlig drauf ausgeflippt. Alle so eine riesen Augen, ich natürlich auch. Ich, Mensch, halt doch einfach bitte die Klappe, ja. Und wir konnten ja auch kein Auto mehr fahren und dann war das so und dann gab es ein Gerangel und Melanie hat sich überhaupt nicht bremsen lassen. Ich habe versucht, Melanie noch zurückzuziehen und der war das vollkommen egal. Und dann hat der Carsten auch mit der Faust so in ihre Richtung und hat sie genau auf der Nase getroffen und hat ihr die Nase angebrochen. Ja, sie natürlich total blutüberströmend raus. Die Jungs da drumherum waren, glaube ich, auch so ein bisschen mit erschrocken. So hatten die sich das jetzt auch nicht vorgestellt, ja. Das war ja jetzt ja nicht nur, also zu der Gruppe kann man später noch ein bisschen, oder kann man im Internet selber recherchieren, aber da war ja so eine Vermischung nachher Kriminalität und politisch Handelnde und denen war das dann auch nicht so recht, so eine Frau aus den eigenen Reihen dann ins Gesicht zu schlagen. Dann sind da Leute dazwischen noch von dieser Feier, sind dazwischen gegangen, haben versucht zu schlichten und so weiter. Dann kamen natürlich Carsten und seine Gang davon, Comedy 18, die kamen erst richtig dann in die Gänge und haben dann bedroht, für wen wir uns halten, wir würden jetzt den Versand dicht machen und wir werden schon sehen, was wir davon haben und das wird die Tage ein Nachspiel haben und das wird die Tage ein Nachspiel haben und wir haben dann noch versucht, ich bin dann noch zum Auto und die haben dann gesagt, so haben sie so herausgefordert, ja jetzt mach doch was hin, ne, wenn deine Frau hier schon so heult und die hat ja mehr Arsch in der Hose als du und so weiter, ist man zum Auto und hat noch versucht so mit so einer Taschenlampe auf die los, aber Freunde oder die Kameraden, die damals noch da waren, haben noch versucht einen zurückzuhalten und so weiter und die haben nur darauf gewartet, dass man kommt, um mich dementsprechend dann auch platt zu schlagen, aber Gott sei Dank waren da noch genug andere, die sozusagen auf unserer Seite waren, die aber auch alle dann gedacht haben, scheiße, wie kriegt man jetzt hier wieder die Ruhe rein? Die Melanie hat geblutet, hatte auch richtig Schmerzen an der Nase und so weiter, war im Auto und da kümmerten sich zwei, drei andere Frauen drum. Und da vereinigten sich dann sozusagen dieses Fest wieder so ein bisschen und hatte dann einfach drauf gedrängt, Mann, Alter, bitte verlass jetzt dieses Fest einfach und so weiter. Sie sollen einfach abhauen und das müsste man dann irgendwann später alles klären. Und ich mir so gedacht, ja, hier gibt's nichts mehr zu klären. Ja? Sie haben die Melanie die Nase angebrochen, ja? Wollen den Versand wegnehmen, wollen uns unter Druck setzen, wollen, es geht um Geld, es geht eigentlich um Kriminalität und so weiter. Das war ein ganz fürchterliches Fest, die Melanie. Und ich war dann im Auto, viele haben den Zuspruch gemacht, aber haben natürlich auch gleich gesagt, oh, mit denen doch lieber nicht anlegen, wieso hat die Melanie das Maul aufgemacht und so weiter. Ich sage, naja, ne, also das ist ihr gutes Recht, da was zu sagen, wenn sie die so sieht, dann sieht sie die so, aber die Konsequenzen davon sollten natürlich noch bedeutend werden. Und welche Spätfolgen das noch haben sollte, und das sollte relativ schnell jetzt alles passieren. Und wir haben dann die Nacht noch im Auto dort verbracht, haben gewartet, bis einigermaßen einer fahrbereit war und haben dann dieses Fest, diese Wiese dann dort auch verlassen mit dem Zuspruch einiger, ja, man könnte ja nochmal gucken, was man da vermitteln kann untereinander und so weiter, obwohl mir war gar nicht danach, das zu vermitteln. Das war schon sehr, sehr, das war schwer enttäuschend und
mit dem Carsten sollte das dann noch ein bisschen weitergehen in seiner Gang, aber das berichte ich euch im nächsten Teil, was jetzt für eine Welle auf mich zukommen sollte. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr dürft jetzt hier auf diesem Kanal auch eine Mitgliedschaft abschließen, was richtig geil ist, was eine geile Förderung ist und so weiter. Kriegt ihr Logos und Emojis und so weiter. Ihr dürft Pate vom Kanal werden, ihr dürft bei King unter den Kongs reingucken, Hashtag Werbung. Ihr dürft auf den Verein gehen, extremismus.de, wenn ihr mal Lust habt, dass wir eine Veranstaltung machen und so weiter. Dürft ihr auch schreiben, eine E-Mail. Ihr dürft so viel und ihr dürft einen Daumen oben da lassen, wenn ihr es gut findet. Ihr dürft einen Daumen runter lassen, wenn ihr mich scheiße findet. Ihr dürft die Abo-Glocke anmachen, damit ihr immer wisst, wenn es neue Videos gibt oder neue Livestreams. Und jetzt, diesen Endteil hört sich eh nicht mehr ein, dann könnte ich auch bla 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 sagen. Also von daher verbleibe ich aber trotzdem, wie es sich gehört, mit einem Ahoi von der Küste.